Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia 2 Wise of the Sinistrals. Beim letzten Mal haben wir den zweiten Höhlenfürsten Amon getroffen, den Herrscher, wie er selbst sagt, des Chaos. Dieser hat uns mit Leichtigkeit besiegt, der hat auch eine ganze Stadt den Erdboden gleich gemacht. In dieser Stadt, die wir aufgefunden haben, haben wir Iris mal wieder getroffen, die uns sagte, dass wir in unserer momentanen Verfassung keine Chance gegen Amon haben, es aber einen Weg gibt, die eigenen Kräfte noch zu verstärken, nämlich durch die Kraft eines bestimmten Schwertes, des Lufia-Schwertes. Daher hat das Spiel also seinen Namen und jetzt sind wir gerade auf der Suche nach diesem Schwert, um den Höllenfürsten etwas entgegensetzen zu können. Dabei haben wir jetzt beim letzten Mal dieses Dorf hier gefunden und dort gehen wir doch mal rein und schauen, wen oder was wir hier finden in Portravia. Mal kurz gucken, sind wir voll geheilt? Nein? Dann ist unsere erste Station mal wieder das Hotel. Für 30 Goldmünzen. Es sollte das wohl drin sein. Übrigens, es gibt auch so einen kleinen Bug in diesem Spiel. Natürlich wird uns das Geld jetzt abgezogen, und zwar durch den Feldzählen. Das soll sie, / er, der Riese, doch bekommen. Mal eben schauen, wo wir den haben. Auf jeden Fall muss er irgendwo sein. Feldzählen. Hier sind die Waffen. Bin ich jetzt gerade blind? Ach, da ist er doch, der Feldzählen. Bitteschön. Jetzt wäre noch ein Feldzählen, hat hier wohl sehr gut geschmeckt. Naja, was ich sagen wollte, es gibt einen kleinen Bug in diesem Spiel. Wir haben ja eine bestimmte Goldmünzenanzahl, in unserem Fall momentan 125.000. Aber selbst wenn wir keine Goldmünze besießen, könnten wir trotzdem hier übernachten, praktisch für umsonst. Aber das auch nur so nebenbei mal eben erwähnt. Sehr schön eingerichtetes Hotel, das bis jetzt schönste, was wir hier getroffen haben. Aber hier wollen wir uns nicht lange aufhalten. Und wir quatschen wie immer erstmal mit den ganzen Leuten hier. Oh, und da fährt ein Schiff. Ich soll die Lichtkugel in die See stürzen. Das war nicht weit von hier. Na, das kann auch wieder nur Amon gewesen sein. Dieses Labor stinkt erbärmlich. Dort wachsen auch keine Blumen. Ein Labor? Das ist doch interessant. Ein Shop. Gucken wir mal uns erstmal kurz hier um. Normale Items brauchen wir wahrscheinlich keine. Wobei Heiltränke ist nicht verkehrt. Aber den Rest, darauf können wir verzichten. Die Items sind interessanter. Eine Armbrust mit Propeller-Zorneigenschaft trifft alle Gegner, besonders wirksam gegen fliegende Gegner. Eine Waffe, die Pfeile abschießt. Klingt logisch, aber senkt den Angriff von Lexus um einiges. Die Hammerrute, die konnten wir glaube ich auch schon mal kaufen, hat keine Zorneigenschaft. Den Ego-Schrauber, auch keine Zorneigenschaft, aber steckt den Angriff vom Lexus um einiges. Dadurch wird er sogar den stärksten Angriff haben. Okay, sei denn wir kaufen die Regenaxt für den guten Guy. Eine Metallaxt, die absolut rostfrei ist. Mit der Zorneigenschaft. Bomber, ich glaube, die kaufen wir den Guy mal. Steckt den Angriff fast um 100. Was gibt's bei Rüstung für neue Sachen? Eisenrüstung. Elixier, okay. Kraftumhang steckt zwar die Abwehr um einiges, aber senkt den Angriff etwas. Nur noch keine Zorneigenschaft, lassen wir mal. Ein Goldhelm, Schleicher reduziert Schnelligkeit, wirkt relativ selten, vor allem bei Bosskämpfen sowieso nie. Da haben wir noch ein Tektoschild. Multitempo erhöht die Bewegung aller Kämpfer, das ist mal nett. Das Tektoschild, das möchte jemanden kaufen. Ist nur die Frage, wem? Ich denke, das kaufe ich mal für die See dann. Ja, so machen wir das mal. Und dann waren wir hier auch schon fertig. Oh, hier geht's noch runter. Oh, ein Zauberladen, sehr schön. Welche Zauber sucht ihr? Donner! Jetzt kommen die richtig, richtig guten Zauber. Vor allem Raider, das ist einer der, oder das ist sogar der beste Zauber, Haie-Zauber des Spiels, macht selbst die müdesten
Helden wieder munter. Kostet ganze 30 MP pro Zauber, aber heilt im Normalfall fast alle Kämpfer voll und ist auch gleich ein Wiederbelebungszauber. Den kaufen wir auf jeden Fall erstmal für Sedan, den werde ich später für Maxim auch noch nachkaufen. Drache ist der stärkste Wasserzauber des Spiels. Das kaufen wir ebenfalls für Sedan und Donner ist natürlich der stärkste Donnerzauber des Spiels. Wollen wir den auch für Sedan mal kaufen. Und dann haben wir auch schon kein Geld mehr. Ja, die Zauber, die werden langsam richtig scheiße teuer. Und deswegen bin ich auch mal so ein Verfechter davon, so ab diesem Zeitpunkt des Spiels nicht immer bei jeder Stadt die komplett neue Ausrüstung und besten Waffen zu kaufen. Spätestens hier macht sich das so langsam bemerkbar. Es gibt im Süden eine Stadt der Elfen, doch zuvor muss man den Berg ohne Wiederkehr passieren. Der Berg ohne Wiederkehr birgt viele Geheimnisse. Und diesen Berg werden wir sicherlich auch noch vorbeikommen. Hier können wir mal sicherheitshalber speichern. Haben wir schon etwas länger nicht mehr gemacht, regulär. Und schauen uns den Rest der Stadt mal an. Eine kleine Brücke. Da unten ist noch so ein Seemann anscheinend. Das Meer sieht seltsam aus. Sieh doch, die Strömung ändert sich. Naja, wirklich zu erkennen ist das jetzt nicht. Naja. Ich kenne eine Elfe, mit der ich oft auf dem Berg ohne Wiederkehr spiele. Ehrlich. Jojo, ist klar. Da hinten im Labor habe ich ein Elfenkind gesehen. Sonst kommen sie nicht in die Nähe von Menschen. Die reden ja alle von Elfen. Hier scheint es also auch wirklich Elfen zu geben. Menschen sollten ohne Maschinen in Eintracht mit der Natur leben. Da gebe ich dir recht, alte Frau. Dieses Labor lässt viel Schlamm in das Meer ab. Das finde ich gar nicht toll. Tja, da müssen wir mal Peter und UNICEF hier einschalten. Im Mirkos Labor gehen immer seltsame Dinge vor. Und das hier scheint dieses besagte Labor zu sein. Gehen wir da noch mal rein. Denn der gute Lexus hat in einer der letzten Folgen genau von einem Mirko erzählt. Mirkos Labor. Dass er den kennt. Mal schauen, an was der gute Mirko hier arbeitet. Und jetzt kommt hier wieder diese... Ist das Lexus-Team? Ich weiß das gar nicht. Aber auf jeden Fall diese Labormusik. Hey. Wir haben uns lange nicht gesehen, Lexus. Hast du wieder etwas erfunden? Hallo Lexus, Mirkos im Untergeschoss. Zu dem gehen wir doch gleich mal. Mirkos Pläne sind perfekt. Wir haben nur noch kein geeignetes Schiff. Schiff? Damit finden wir doch ihn. Die Suche nach dem Warum beginnt mit der Frage nach dem Weshalb. Wieso? Keine Ahnung. Ich denke nur laut nach. Das war auch wieder so eine philosophische Frage. Lexus, du hast den Motor fertiggestellt. Wenn Mirko mit dem U-Boot fertig ist, kann es losgehen. U-Boot? Das klingt doch interessant. Wenn Mirko seine Studien abgeschlossen hat, werden die Menschen unter Wasser reisen können. Und das scheint doch Mirko zu sein, nehme ich mal an. Oh Lexus, du bist am Leben. Ach, das ist meine Begrüßung. Was ist das denn für eine Begrüßung? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Wie weit bist du mit den U-Boot-Plänen? Ich bin soweit fertig. Mir fehlt nur noch das geeignete Schiff. Wie wäre das mit Exerion? Das Schiff, das aus dem Aurabaum gemacht wurde. Was? Meinst du das im Ernst? Dieses Schiff wäre perfekt. Wo ist es? Wir sind draußen von der Stadt geankert und können es jederzeit holen. Ja, worauf wartet ihr denn noch? Du hast ihn gehört, Maxim. Wollen wir das Schiff umbauen lassen? Ja, ich sag mal natürlich. Gut, lass uns Exerion hierher bringen. Das müssen wir so oder so machen, um irgendwann weiterzukommen. Hätte jetzt natürlich testen können, wenn ich die Frage verneint hätte, aber dann wäre wahrscheinlich wieder nur ein, zwei weitere Sätze gewesen. Das ist also Exerion. Ja, daraus können wir ein U-Boot machen. Gut, dann fangen wir mal an. In Ordnung, bringt mir die Pläne. Jawohl. Ey, was machst du hier? Oh, ist das etwa eine Elfin? Jetzt habe ich dich. Du kannst mir nicht entkommen. Oder auch doch? Was? Mirko, die Pläne, sie wurden gestohlen. Was? Wer hat das getan? Ein Elfenkind. Ich kann es an den Ohren erkennen. Ein Elfenkind? Das glaube ich nicht. Ah, ich habe es doch dieses
Ich habe doch diese spitzen Ohren gesehen. Das muss ein Elfen gewesen sein. Aber wir müssen die Pläne unbedingt wieder haben, sonst ist alles verloren. Na toll, das wäre natürlich auch wieder zu einfach gewesen. Können wir das Schiff wieder weg? Nö, aber nicht. Das Elfenkind war schuld an den fehlenden Sachen. Kein Wunder, dass wir ewig warten mussten. Ey, wir stehen gewütend auf die Elfe. Was ist bloß in sie gefahren? Mirko, was sollen wir tun? Oh, die Pläne können wir Exerion auf keinen Fall umbauen. Wir müssen die Pläne wiederbekommen, sonst wird es unmöglich sein, Exerion umzubauen. Na dann, nix wie los. Jeden Tag eine neue Überraschung. Und niemand lässt uns Ruhe. Und dann folgen wir doch mal dieser Elfin. Der Junge hier hat doch vorhin was erzählt. Vielleicht ist meine Freundin die Elfe wieder auf dem Berg ohne Wiederkehr. Genau dorthin wollen wir uns jetzt begeben. Und ich schätze mal, wir müssen hier südlich weiter. Wir können natürlich jetzt auch das Schiff wieder nehmen, aber wir laufen jetzt mal zu Fuß. Und hier sind wieder unsere Freunde, die Klötze. Ich hoffe mal, dass die dort bleiben werden. Die Grünen sollten die stärksten sein. Ah, Frostfee haben wir ja schon gekauft, der stärkste Eiszauber. Phönix müssen wir auch schon haben, genau. Dann haben wir schon alle stärksten Elementzauber des Spiels beisammen. Und wir können jetzt mal den Drachen, oder wollen wir den Donner austesten? Wir testen mal den Donner auf euch drei. Es sei denn, alle flüchten. Na toll, das war wohl nichts. Keine extra Erfahrungspunkte. Und hier scheint dieser Berg zu sein. Berg ohne Wiederkehr. Und ich erinnere mich dunkel daran, dass hier auch wieder einige Rätsel auf uns warten. Und auch einige starke Monster. Erstmal hier draußen kurz umschauen, aber ich glaube, hier gibt es nichts zu finden. Deswegen gehen wir erstmal hinein. Ach ja, das sind diese komischen Rätsel. Diese Statuen gucken in eine bestimmte Richtung. Wenn wir jetzt in diesen Blick, in das Blickfeld dieser Statue laufen, schleiert uns das zurück. Hier genauso. Deswegen, hier können wir natürlich auch nicht vorbei, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir können diese Statuen verschieben. Und zwar so, dass wir nicht mehr in das Blickfeld irgendeiner dieser Statuen kommen. Das wird später noch etwas komplexer. Das hier ist auch schon etwas komplizierter. Schauen wir uns das mal an, wie wir da am besten vorgehen. Wir haben hier noch eine normale Säule, die werden wir auf jeden Fall brauchen können. Und ich glaube, ich habe erstmal eine erste Idee. Machen wir das mal so. Dann kannst du uns schon mal nicht mehr sehen. Jetzt schieben wir die einfach immer abwechselnd nach oben, oder? Oder? Nein, scheiße, das war Mist von mir. Ne, dann kommen wir da nicht durch. Da müssen wir nochmal den Ursprungszauber anwenden. Und das ist auch noch gar nicht so komplex. Das wird später noch schwieriger. So viel sei schon mal gesagt. Probieren wir es mal so rum. Lass mich überlegen. Ah, so geht das. Perfekt. Aber es wird später noch komplizierter. Dieser Berg ist mir wirklich böse in Erinnerung. Ah, hier kommen ja auch mal die ersten Gegner. Kommen wir mal zum Anfang mal ein paar Gegner plätten. Die kennen wir glaube ich schon. Enzianios. Da hauen wir einfach mal drauf. Da können wir mal den Drachen ausprobieren. Um zu schauen, wie der aussieht. Und Lexus haut ganz normal drauf. Hier kommt der Drache. Water Dragon. Keine Ahnung, ob das nicht effektiv ist. Sieht auf jeden Fall cool aus. Oh, so viel Schaden macht es jetzt nicht. Da macht Maxi mit einem Schlag schon mehr. Und Lexus greift mit seiner Waffe ja alle an. Oh ja, und die Regenaxt von Guy, die haut rein. Trickser. Ah, ich dachte, das verwirrt uns. Ne, das macht uns stumm. Sprich, Lexus kann nicht zaubern. Ich glaube, das ist das allererste Mal in diesem Let's Play, dass wir einen Stummzauber auf uns drauf gezaubert bekommen haben.
Aber kein Problem, wir haben noch einen Krafttrank. Er hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der Baum verfolgt uns. Oh, wen greifen wir zuerst an? Oh, erstmal die Blumen. Kein Problem. Maxim kann leider keinen Feuerzauber. Da haben wir jetzt mal Phönix auf euch beide drauf. Und ich glaube, diese Zufallskämpfe können wir mal wieder etwas beschleunigen. Phönix sieht natürlich auch sehr nett aus und macht sehr guten Schaden. Und es hat sogar in einen Durchgang gereicht. Und jetzt ist der Baum dran. Bei dir das gleiche Spiel. Ihr haut mal auf den drauf. Sedan kann die beiden anderen angreifen. Und Lexus greift ohnehin alle drei an. Und auch hier macht der Phönix sehr guten Schaden. Und das sollte auch wieder reichen. Perfekt. Gute Taktik. Die Gegner geben alle recht gleichmäßige Erfahrungspunkte. Und ab in den nächsten Raum und gleich ins nächste Stockwerk. Ich glaube, dieser Berg war nicht allzu groß. Jetzt kommt gleich noch mal so ein blödes Säulenrätsel in der nächsten Mal. Hier geht's wieder runter. Ja, und genau das meine ich. Hier müssen wir jetzt erstmal wirklich die Lage checken. Hier kommen wir nicht vorbei. Hier kommen wir ebenfalls nicht vorbei. Da bleibt uns ja, oder kommen wir da eigentlich links vorbei? Ich glaube nicht, ne, hat uns immer noch einen Blick. Wir müssen auf jeden Fall zuerst diese Säule verschieben. Das geht ja nicht großartig anders. Schieben wir die mal nach unten, viel Auswahl bleibt uns sonst nicht. Schieben wir dich mal hier hin. So, ich will auf jeden Fall erstmal die Truhe irgendwie bekommen. Aber wie machen wir das denn? Wenn ich die Säule jetzt wieder noch einen weiter nach rechts schiebe, komme ich auch nicht weiter. Ja, hier komme ich auch nicht vorbei. Ach, das ist ätzend, Leute. Ja, viel Auswahl habe ich ja nicht. Wenn ich die nach unten schiebe, nützen wir jetzt auch relativ wenig. Na, jetzt komme ich hier wieder. Ach nee, jetzt komme ich ja hier vor. Oder auch nicht. Ach, weil die blöde Säule noch im Weg ist, alles klar, aber die können wir auch noch einen nach unten verschieben. Dann müssen wir hier aber jetzt vorbeikommen, genau. Da kommen wir nicht vorbei. Die hier können wir nach oben schieben. So, scheiß mal kurz auf die Truhe, was haben wir hier denn noch Schönes? Hier haben wir sonst nichts, nur diese eine Truhe dann noch. Aber die will ich natürlich haben. Ach shit, jetzt komme ich da wahrscheinlich dann wieder nicht vorbei. Ach ja, du stehst auch im Weg. Aber hier kommen wir ja vorbei. Können wir hier noch irgendwas Schönes machen? Also du schiebst uns von oben weg, genau. Ach, jetzt kommen wir an dir nicht vorbei, alles klar. Aber irgendwie will ich noch an die Truhe kommen. Ach, Mensch. Du schiebst uns von unten weg, genau. Ach, ich hatte dieses Rätsel. Aber die Säule hier brauchen wir, glaube ich, irgendwie, um zur Tür zu kommen. Wobei, wenn wir dich... Ach, doch, genau. Ne, shit, dann kommen wir auch nicht wieder vorbei. Ach, ich glaube, das haben wir uns jetzt hier mal total verbaut. Kann das sein? Und wenn wir die jetzt immer abwechselnd hinschieben, ich glaube, so ist das nicht gedacht gewesen, aber gut zu wissen, dass es auch eine Alternative gibt. Mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwie an die Truhe rankommen können, aber ich fürchte schon fast nicht. Schieben wir dich, ach ja, da war auch noch was dazwischen. Das ist doch alles Mist, Mist, Mist. Ah, jetzt kommen wir da wieder nicht vorbei. Moment. Ach. Leck mich doch an den Füßen. Wenn wir den nach unten schieben. Ach nee, ich glaube, das wird alles nichts mehr. Aber ich will jetzt unbedingt diese Truhe haben.
Jetzt kommen wir hier wieder nicht vorbei, ne? Ah. Verdammt sagst. Nicht so einfach, dieses Rätsel hier. Also, Moment, die auch nicht mehr vorbei. Okay, jetzt haben wir uns das wirklich, glaube ich, verbaut. Das ist shit. Das ist alles shit. Mann. Na, ich glaube, das nützt alles nichts. Dann müssen wir nochmal den Ursprungszauber anwenden. Ich hoffe, ich kriege das jetzt nochmal hin. Jetzt sind natürlich wieder alle Statuen in ihrer Ursprungsposition. So, den müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier hinschieben. Noch ein weiter. Und was war dann der nächste Schritt? Kann so vergesslich sein. Jetzt kommen wir da wieder nicht hin. Achso, genau, erstmal den hier nach unten schieben. Damit wir hier vorbei können. Schieben wir mal diese Säule hier nach oben. Aber was dann, was dann? Ach Mensch, Leute, das ist alles wirklich nicht so einfach. So. Dann machen wir nochmal das Spielchen hier. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Die Truhe werde ich mal, wenn wir mit diesem Berg sind, nochmal separat hinterherholen. Dann irgendwie im Speedrush diese Truhe nochmal holen. Die will ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Aber dauert mir zu lange, hier jetzt noch eine halbe Stunde rumzurätseln. Gehen wir erstmal weiter. Ach, und da ist sie doch schon. Die kleine Elfin. Oh, und da sind irgendwelche Gargoyle-Viecher. Auf keinen Fall! Und Endboss-Mucke. Wie heißt ihr? Ach, hier ist wirklich Gargoyles. Das wäre jetzt natürlich praktisch gewesen, wenn ich meine Flugaxt noch ausgerüstet hätte. Das war aber wieder ein Nachteil, wenn man sofort wieder neue Waffen kauft. Die wären natürlich sehr effektiv auf diese fliegenden Viecher gewesen. Was haben wir denn noch? Den Götterschlag. Die Gargoyles, wenn ich mich richtig erinnere, machen ganz guten physischen Schaden. Deswegen zauber ich erstmal Courage auf alle. Was haben wir denn hier noch für... Ach komm, wir Multi-Tempo eventuell machen. Wir warten erstmal ab, wie schnell die sind. Sonst könnt ihr es noch eventuell einsetzen. Panzer erhöht im Kampf die Abwehr, das tun wir schon. Also du greifst einfach mal alle an. Sehen ist auf jeden Fall schon mal schneller, macht aber kaum Schaden. Stärken wir jetzt erstmal unsere Abwehr. Ja, ganz ordentlich. Ja, die sind schneller als Lexis und als Guy. Zumindest der eine. Ja, viel Schaden machen wir mit unseren Angriffen nicht. Und die machen akzeptablen Schaden. Oh, und alle gehen auf Lexis drauf. Den müssen wir erstmal gleich heilen. Und auch Guy macht nicht sehr viel Schaden mit seiner Regenaxt. Ich glaube, da müssen wir mehr mit Zaubern arbeiten. Deswegen kann erstmal Maxim Lexis heilen. Sedan zaubert Multitempo, damit auch Lexis und vielleicht Guy sogar schneller sind. Und du machst... Ja, machst mal einen Feuerhauch auf alle. Oh, Multitempo geht auch auf unser Kapselmonster. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber der ist sowieso so lahm. Das wird nichts nützen. Wow, die sind immer noch schneller als Lexis. Wer jetzt zum Zug kommt. Mal schauen, wie viel der Feuerhauch abzieht. Auch nicht sonderlich viel. Und Satans Biss könnte wehtun. Ja, geht aber noch. Ich weiß nicht, wie viel KP die Viecher haben. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall mit Zaubern mal arbeiten. Du kannst einen Bomber auspacken. Und du haust mal die Frostfee raus. Machen wir erstmal den ganzen Linken fertig. Und Sedan probiert es mit einem Donner. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Auf euch beide. Und Lexis, was hast du eigentlich noch?
machen wir Löwenherz auf Guy. Und jetzt schauen wir uns den Donner an. Während ich mit einem Blick zur Uhr feststellen muss, dass wir gleich einen Cut... ja, Donner ist effektiv, sehr schön. Nach dem Kampf müssen wir auf jeden Fall einen Cut machen. Mal schauen, was die Frostfee abzieht. Ja, auch nicht schlecht, aber Donner scheint nicht anfällig zu sein. Und der Angriff erhöht sich um 195 Punkte und das macht sich gleich mal heftigst bemerkbar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber lieber... oder die liebe Solid ist jetzt down und kann keine Erfahrungspunkte einsacken. Na, halb so schlimm, kriegen wir auch so irgendwie schon hin. Maxim wird nochmal als Heiler abgestellt. Seh, dann kann wieder Donner zaubern. Und du hast Blitz immerhin, kannst sie dann unterstützen. Ich weiß nicht, was das darstellen soll, das sieht, aber sah für mich früher mal wie so ein Pferd aus, das vom Himmel da absteigt. Oder ob das einfach nur ein Blitz darstellen soll. Sie dann wieder voll geheilt. Ein Blitz hinterher. Das sind auf jeden Fall Blitze. Oh, die ziehen ja gar nichts ab. Und die halten auch nicht gerade wenig aus. Da müssen wir gleich, glaube ich, gleich nochmal nachheilen. Ja, wobei, das sieht ganz gut aus. Hauen wir mal einen Götterschlag draus. Du machst wieder deinen Donner auf die beiden. Und Nexus greift. Wobei, du kannst jetzt mal deinen Angriff nochmal erhöhen. Und der nächste Donner. Ja, man sieht das jetzt auch schon an der MP-Leiste von Sedan zum Beispiel, dass die Zauber immer mehr MP fressen. Und das ist der zweite schon mal weg. Und der sollte auch weg sein, sehr schön. Das Löwenherz war jetzt fast noch unnötig. Aber steigt den Angriff ganz schön heftig. Und auf den können wir jetzt einzeln nochmal draufschlagen. Da reicht vielleicht auch ein Blitz mal aus. Und Nexus haut nochmal drauf. Potz Blitz. Jo, der macht auch schon ordentlich Schaden. Und er dürfte dann auch nicht mehr so viel aushalten. Noch Nexus macht gar keinen Schaden. Das wäre noch eine Runde. Oh ne, doch nicht. 12.000 Erfahrungspunkte, ist auch nicht sonderlich viel. Aber Sedan wurde aufgestuft. Und die Gargoyles sind besiegt. Geht es ihr gut? Ob es ihr gut geht, erfahren wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lufia Rise of the Sinistrals. Ich bedanke mich für euer Zusehen und sag bis zum nächsten Mal, euer Killer.